Heute beim elektrischen Reporter: Hirnsteuerung, eine Pillendrohne und Historienapplikationen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Wir müssen uns nicht in Borg-Drohnen verwandeln, wenn wir eine funktionierende Mensch-Maschine-Verbindung eingehen wollen. Gedankenlesende Geräte gibt es nämlich heute schon auf Games-Ebene, wie unser erster Beitrag zeigt. Cyril Etter ist Gründer des Game Science Centers in Berlin und kennt unzählige Wege der Mensch-Maschine-Interaktion. Aber ein Computerspiel nur mit der Kraft seiner Gedanken zu kontrollieren, das ist auch für ihn neu. Doch genau das versprechen Firmen wie NeuroSky und Emotive. Ein Headset, das die Gehirnströme des Gamers misst, soll es möglich machen. Aus Gedankenspielen soll so Spielen per Gedanken werden. Etter hat das sogenannte Neurogaming ausprobiert. Und er ließ virtuelle Landschaften allein durch seine Vorstellungskraft entstehen. Es war unglaublich komisch. Also wann denkt man schon was und es passiert? Also es ist wirklich ein schönes Gefühl und ich freue mich auch auf die Zukunft, wenn das richtig funktioniert. Also es hat unglaublich viel Potenzial. Es ist einfach noch wirklich sehr in den Kinderschuhen. Bisher können die Apparate nur ein paar simple Kommandos aus den Gehirnaktivitäten lesen. Und auch diese wenigen Befehle müssen Mensch und Maschine erst einüben. Vom Spieler verlangt das höchste Konzentration. Jeder denkt, oh, mit dem Denkcontroller habe ich sofort alles mega einfach, sondern ich denke nur noch dran und dann passiert. So ist es leider nicht. Es ist wirklich ein sich dran gewöhnen. Es ist wie eine Sprache zu sprechen mit seinen Gedanken. Neurogaming ist erst der Anfang. Hacker und Forscher befehligen bereits Drohnen und Autos mit der Kraft ihrer Gedanken. Der Neurowissenschaftler Benjamin Blankertz hält solche Projekte für interessante Spielereien. Sie sollen die Grenzen der Technologie ausloten. Aber alltagstauglich wären solche Anwendungen nicht. Denn im menschlichen Gehirn spielen sich viele Prozesse gleichzeitig ab. Einen einzelnen Gedanken mittels Gehirnstrommessungen aus diesem Tohuwabohu herauszufiltern, ist schwer. In Laborexperimenten, wo man viele Bedingungen konstant halten kann, mag das noch ganz gut funktionieren, aber so im tatsächlichen Leben, wo überraschende Einflüsse passieren können, denke ich, wird das nicht möglich sein. Der Jungunternehmer Willi Döring will das Neurostirnband stattdessen als ein Wellness-Produkt vermarkten. Mit seinem Start-up NeuroFox entwickelt er eine Art Fitness-App fürs Gehirn. Das Stirnband und die Software von NeuroFox machen die unbewussten Gehirnaktivitäten höher und sichtbar. Wenn die Gehirnwellen in einem bestimmten Frequenzbereich schwingen, belohnt die Software das mit einem angenehmen Ton oder mit einer Visualisierung. So soll der Nutzer lernen, sich bewusst zu entspannen oder zu konzentrieren. Neurofeedback Training nennen die Experten das digital gestützte Gehirnjogging. Und das unterscheidet sich gar nicht so sehr von der analogen Variante, sagt Döring. Ich könnte jetzt auch monatelang ins Kloster gehen. Das ist der lange und saubere Weg sozusagen. Neurofeedback an sich ist insofern aber auch sauber. Es gibt mir bloß die Inspiration fürs Meditationstraining. Im Prinzip kann man sagen, es ist Meditation mit Stützrädern. Döring bezeichnet sich selbst als Neurohacker. Das heißt, er will sich und andere Menschen mit Hilfe von Technologie und Hirnforschung weiterentwickeln. Für ihn ist das Gehirn ein Muskel, den man durch Meditation trainieren kann. Die Daten aus dem NeuroFox sollen das beweisen. Ich bin da guter Dinge, dass das zumindest ein Schritt in die richtige Richtung ist. Vor allen Dingen für viele Menschen, die sagen jetzt, okay, Meditation, das ist sehr esoterisch vielleicht, damit möchte ich nicht unbedingt was zu tun haben. Der Erfolg von Meditations-Apps wie Headspace zeigt, es gibt eine große Nachfrage nach mentalem Training, das ohne östliche Spiritualität, das ohne Shiva, Chakti und Chakren auskommt. Auch für Cyril Etter machen Meditations-Apps viel mehr Sinn als etwa das Neurogaming. Denn um einen Computer zu bedienen, hat ein gesunder Mensch zum Glück ohnehin ganz andere Möglichkeiten. Der mächtigste Weg vom Hirn, denke ich, mit der Welt zu interagieren, ist eben durch die Hände, durch das, was auch dafür gemacht ist zum Interagieren. Sprich, wirklich die zu übergehen, sozusagen die Hände zum passiven Zuschauer zu machen und alles direkt mit
ist, denke ich, auch nicht zwingend ganz so effizient. Tasten und Touchscreens haben also noch lange nicht ausgedient. Und vielleicht liegt die Zukunft der Neurowearables ja jenseits der Selbstoptimierung und Unterhaltungsindustrie. Vollständig gelähmte Menschen zum Beispiel können durch Gehirn-Computerschnittstellen Prothesen bedienen oder mit Gedankenkraft schreiben. Dafür war bisher immer ein Gehirnchip nötig. Vielleicht kann auf diesen Eingriff bald verzichtet werden. Insofern lohnt es sich eben doch, verrückte Experimente zu wagen, auch wenn die auf dem Massenmarkt vielleicht nie ankommen. Die Europäische Union ist ein Konstrukt der Vielfalt und bisweilen der Werteinkompatibilität. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Also ich bin Sarah Diehl, ich bin Aktivistin und Schriftstellerin und Filmemacherin und lebe in Berlin. Und unter Twitter bin ich zu finden unter Sarah Diehl. Also ich habe mit polnischen und deutschen Aktivistinnen vor einem Jahr die Gruppe Czocza Bascha gegründet. Und wir helfen Frauen aus Polen, Schwangerschaftsabbrüche in Berlin zu bekommen, weil es in Polen halt illegal ist. Wir haben vor einem Jahr ungefähr eine Drohnenkampagne gemacht, wo wir einfach Abtreibungspillen an eine Drohne geklebt haben und dann in Frankfurt-Oder die halt rübergeschickt haben nach Słubice, nach Polen, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass eben ja, Frauen in Polen keinen richtigen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben. Die benutzen Bleichmittel, die benutzen Stricknadeln, ja, also die benutzen furchtbare Sachen, womit sie halt Infektionen auslösen oder interne Blutungen. Und deswegen ist die Abtreibungspille auch so ein Segen im Grunde, weil die Frau das halt selber machen kann. Es ist relativ sicher, hat relativ wenig Nebenwirkungen und das rettet wirklich Leben. Ja. Also in Deutschland gibt es halt diese, ich würde mal sagen, fast lustige Diskrepanz, dass es zwar, dass Abtreibung illegal ist immer noch, aber straffrei unter gewissen Bedingungen. Und dass es halt immer noch illegal ist, hat ja schon damit zu tun, dass Politiker halt schon noch sagen wollen, es ist so böse, böse, Abtreibung ist eigentlich was Schlimmes, ne? Aber wir dürfen ja sozusagen die Frauen nicht auf dem Küchentisch verbluten lassen, so wie das vor 60 Jahren noch passiert ist. Was ja auch wieder zeigt, dass eben, dass man nicht normal mit dem Thema umgehen kann, ne? Dass man auch nicht anerkennt, dass das ein wichtiger Bestandteil der Frauengesundheit einfach ist. Ja, dass das eine Methode ist, die Frauen brauchen und wollen und die essentiell für Frauen ist, weil eben Verhütung nicht hundertprozentig funktioniert, weil Männer oft nicht mitmachen bei Verhütung und dergleichen. Also Frauen sind ihrer Gebärfähigkeit ja auch einfach immer noch so ein bisschen ausgeliefert. Also faktisch hat jede dritte Frau in ihrem Leben mal einen Schwangerschaftsabbruch. Also es ist etwas, was zum Leben der Frauen auch dazugehört. Und ich denke, so muss man das auch besprechen können. Ne? Ich glaube, dass sich eine Total-Legalisierung von Abtreibungen nur positiv auswirken kann, weil das eben ein offenes Gespräch ermöglicht, damit Frauen ihr Leben so leben können, wie sie es möchten. Mich persönlich hat als junger Mensch die Vorstellung der Zukunft weit mehr begeistert als die Vergangenheit, weswegen ich Science Fiction immer interessanter fand als den Geschichtsunterricht. Auch heute geht es vielen jungen Leuten ähnlich, deswegen setzen Historienfreunde zunehmend aufs Digitale, wie unser nächster Beitrag zeigt. History ist kein Hit. Laut einer Umfrage interessieren sich nicht einmal 15% der Bevölkerung für Themen aus der Vergangenheit. Das Netz dürfte diesen Wert kaum verbessern. Mit Memen, Videoschnipseln, schnellen Shares und Likes fördert es eher das permanente Jetzt-Gefühl als einen ausgedehnten Rückblick ins Vergangene. Trotzdem glauben einige, das Digitale und das Damals gingen prima zusammen. Eine von ihnen ist Cornelia Standke. Ihre Smartphone-App namens Mobile Geschichte verrät die Lage von historischen Bauwerken und versucht mit kurzen, knackigen Texten die Generation WhatsApp an verflossene Zeiten heranzuführen. Ich habe die App entwickelt, um mehr Menschen zu erreichen und für Geschichte zu begeistern, weil das Interesse an Geschichte spürbar zurückgegangen ist. Und ich hatte das Glück, dass mich der Großvater meines Mannes begeistern konnte, mitgerissen hat, Geschichte zu erleben. Er hat es so fesselnd und packend erzählt und ich möchte dazu beitragen, diesen Trend des Desinteresses an Geschichte umzukehren. Das wäre eine tolle Möglichkeit, wenn mir das gelingen würde, mit der App.
Nicht nur junge Menschen möchte die Hobbyhistorikerin ansprechen, sondern auch Familien. Kinder sollen möglichst früh erfahren, wie viel Abenteuer im Gestern wohnt. Seit 5 Jahren füttert die Unterfränkin die Datenbank der App. Mittlerweile hat sie deutschlandweit über 11.000 Objekte erfasst. Und weil Geschichte an den nationalen Grenzen nicht Halt macht, zeigt die App bereits jetzt historische Bauwerke aus 40 Ländern an. Mehr sollen bald folgen. Noch aufwendiger gestaltet sich die App Schlosspark Nymphenburg. Die Kunsthistorikerin Tanja Praske betreute deren 2 Jahre dauernde Entwicklung. Mit Hilfe von Augmented Reality zeigt die App einzelne Stationen im Lustgarten an. Der User bestimmt dann selbst, wie tief er dort, wo er gerade steht, in die Geschichte eintauchen möchte. Ich glaube nicht, dass man an History-Apps vorbeikommen wird, weil einfach das Nutzerverhalten, die Leute sind im Umgang mit Apps viel gewohnter geworden und auch gewohnt, über ihren Smartphones schnell da über ihre Inhalte oder über Interessantes zuzugreifen. Und im Prinzip muss auch eine Kulturinstitution die Inhalte dort vermitteln, wo sie zugegriffen werden wollen. Und auch Gamification, also die Verbindung von Funktionalität und Spiel, hat die Geschichts-Apps erreicht. Ein Schlosspark-Quiz will beantwortet werden. Und der User kann auf Fasanenjagd gehen, wie einst der Adel. Doch nicht alle History-Apps werden von den Nutzern auch angenommen oder gar weiterempfohlen. Der Kunsthistoriker und Medienentwickler Christian Gries glaubt, zwischen Entwicklern und Anwendern sei oft die Distanz zu groß. Ich denke, dass viele Inhalte nicht korrekt erzählt werden. Sie werden nicht mediengerecht erzählt. Sie werden womöglich zu aufwendig, zu techniklastig erzählt. Sie werden womöglich nicht zielgruppengerecht erzählt. Das sind Prozesse, an denen man arbeiten müsste, wo es mehr Verständnis fürs Publikum braucht. Möglicherweise heißt die Lösung, nicht eine App entwickeln, sondern mehrere. Jede für eine bestimmte Altersgruppe. Das allerdings kann die Entwicklungskosten in die Höhe treiben. Aufwendige History-Apps können dann schnell 80.000 Euro oder mehr kosten. Und auffindbar wird solch eine aufwendige Anwendung im riesigen App-Angebot dadurch noch nicht. Klassischer Fehler, der womöglich bei 80% aller bislang realisierten Apps gemacht wurde. Diese Produkte wurden fertiggestellt mit einem großen Kostenaufwand, wurden dann einfach auf die einzelnen Stores geschoben und man hat dann gedacht, jetzt wird sich das Publikum entdecken. Funktioniert aber nicht. Das heißt, man muss über diese Apps im Rahmen, man muss ein Marketing aufsetzen, um über diese App tatsächlich zu sprechen. Die Initiatoren der kostenlosen Schlosspark-App versuchten daher, digitale und althergebrachte Gruppenerlebnisse miteinander zu verbinden. Wir hatten einen Tweetwalk, wo wir Instagrammer und Blogger und Twitterer geführt haben für einen begrenzten Zeitraum. Und das wurde dann ins Netz sehr bekannt gemacht. Nach diesem erfolgreichen Pilotprojekt wünscht sich die Bayerische Schlösserverwaltung nun weitere Apps für ihre historischen Gebäude. Das würde auch endlich mal Zeit. Die USA und Großbritannien experimentieren schon seit Jahren erfolgreich mit History-Apps, während das Thema hierzulande immer noch Neuland ist. Die einzige Pflicht, die wir der Geschichte gegenüber haben, ist, sie umzuschreiben. Oscar Wilde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electricia Reporter.